So, da bin ich wieder. Ich schicke jetzt gerade noch mal ganz schnell ein Video nach. Und zwar will ich mich ganz kurz mal mit einer Frage befassen, die gerade in den Foren immer wieder auftaucht. Und zwar, das ist die Frage, welche Waffe ist die richtige für die Person selber? Hierzu will ich einfach mal ganz pauschal jetzt sagen. Diese Frage kann man keinem wirklich beantworten. Warum ist das so? Jede Waffe hat seine Eigenheiten. Das fängt bei der Form an, das fängt bei des Abzugtyps an, ob das jetzt eine reine Single-Action oder ein Double-Action ist, ob das eine vorgespannte, also teilgespannte Waffe ist, wie die Polymer-Version, Glock etc. Dann, wie groß ist der Griff, etc. Ja? Das sind alles Faktoren, die eine immens große Rolle spielen, wenn man sich eine Waffe aussucht. Grundsätzlich sollte jeder, bevor er sich eine Pistole oder einen Revolver oder was auch immer kaufen will, und da spielt es eigentlich keine Rolle, ob das jetzt eine erwerbsteinpflichtige Waffe ist, ob das von mir aus auch eine Schreckschusswaffe ist, ob das eine Luftdruckwaffe ist. Sie muss letztlich zu einem passen und man muss mit ihr auch zurechtkommen. Das ist das Wichtige. So, wir nehmen jetzt mal als Beispiel, weil ich selber besitze nur zwei Pistolen und ein Gewehr. Also ich bin jetzt nicht so der Sammler von dem Zeug. Und ich habe jetzt zwei komplett vom Grundaufbau her unterschiedliche Typen. Das sind zwei Pistolen, Kaliber 9 mm. Wovon die eine, meine CZ-75, die ihr aus dem Review kennt, ein sogenanntes High-Cap-Magazin hat, also ein 15-Schuss-Magazin. Ja, das ist also hier. Da passen 15 Patronen vom Kaliber 9 mm rein. Und ich habe meine 1911er, die ein Single-Stack-Magazin hat, das heißt ein einreihiges. Nur mal so als Vergleich. Schon ein bisschen unterschiedlich. Hier passen, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schuss rein. Von mir aus auch 9. Denke ich mal. Oder? Nee, 8 Schuss. So, allein die Magazingröße bestimmt ja schon mal im Grundsatz, wie groß der Griff sein wird. Und der Griff ist natürlich ein Faktor, der mitunter ausschlaggebend ist, wie man mit einer Waffe zurechtkommt. Das ist nicht nur die Griffergonomie, also in welchem Winkel der Griff steht und so weiter, sondern es geht ja auch um die Griffgröße, weil wenn jemand mit relativ kleinen Händen, wie jetzt ich sag mal, ich habe kleine bis mittlere Hände, zum Beispiel mit einer Desert Eagle schießt, das Ding kann ich kaum halten. Also ich kann sie zwar halten, aber ich komme ja kaum gescheit an den Abzug dran, um vernünftig damit zu schießen. Das heißt, die ist für mich überdimensioniert. Sie macht Spaß, aber ich sag mal, groß treffen tue ich mit dem Teil nicht, weil ich kann das Ding nicht bedienen, letzten Endes. Genauso auch, wenn man jetzt, sag ich mal, vom Kaliber gleich nimmt, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine Sig Sauer P226, die ihr auch aus meinem Review kennt, und meine CZ-75. Das sind beides High-Cap-Versionen, also beides mit doppelreihigem Magazin, wo aber die Griffe unterschiedlich groß sind. Und das ist mitunter einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mit der Sig Sauer nicht unbedingt so zurechtgekommen bin. Die Abzugscharakteristik von der Waffe hat auch eine Rolle gespielt. Ja, so, aber hinzu kommt, was bei beiden der Fall war, ich kann jetzt die Sig nicht mehr nehmen, weil ich es nicht mehr habe, dass wir im Fall der CZ-75 einen sogenannten Double-Action, Single-Action-Abzug haben. Das heißt, ich kann im Normalfall, gut, meine ist zwar umgebaut auf rein Single-Action, aber normalerweise ist beim Double Action, ich zeige es gerade mal an einer der CO2-Pistolen, weil da sieht man das. So, weil man sieht nämlich jetzt, ich habe Double Action bedeutet, ich ziehe den Abzug komplett durch, bis er schießt. So noch Druck drin. Ja. Single Action bedeutet, es ist gespannt, was ja bei einer großkalibrigen Waffe oder bei einer halbautomatischen Waffe durch das Repetieren des Schlittens wird der Hahn ja automatisch gespannt. Und deswegen sagt man Double Action, Single Action, weil der erste Schuss ist im Normalfall Double Action und dann alle darauf folgenden, bis ins Magazin ist, ist
Single Action. Jetzt ist es so, wir nehmen mal die hier. Ja, da ist nämlich bedeutend weniger drin. Wenn ich jetzt gucke, man sieht jetzt, wie mein Finger ist, sag ich mal, im Single-Action-Bereich. Ja? Das bedeutet, ich bin komplett am Rahmen dran und ich bin nur mit der Fingerspitze am Abzug, was suboptimal ist. Das heißt also, selbst hier, und das ist jetzt ein Nachbau von der P6, die eigentlich auch nur ein Single-Stack-Magazin hat, ja, bin ich so ungünstig im Double-Action am Abzug dran, dass ich ihn eigentlich gar nicht wirklich ruhig durchziehen kann. Weil ich einfach mit dem Finger zu weit Richtung Fingerspitze bin, um zu ziehen. Im Single-Action kein Problem. Da komme ich wunderbar mit der Mitte vom ersten Fingergelenk dran. Und das ist jetzt einer der Aspekte, die man grundsätzlich, wenn man sich eine Waffe kauft, mit berücksichtigen muss. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt mal eine CZ-75, die haben wir auf Single-Action umgebaut. Wenn die gespannt ist, bin ich immer noch mit meinem Finger ein bisschen weg vom Rahmen. Und ich bin hier ungefähr mit der Mitte vom ersten Fingerglied im Kontakt mit dem Abzug, was optimal ist. Ja, das sollte man also mit bedenken. So, nehme ich jetzt zum Beispiel die Colt. Die hat nur ein Single-Stack-Magazin, gibt es auch mit High-Cap. Ja, also auch mit 15, 17, 16 Schuss-Magazinen etc. Je nach Kaliber, variiert das dann ein bisschen. Aber das ist dann entsprechend dickerer Griff. So, da kann natürlich dann passieren, dass ich da wieder ganz andere Technik habe. Hier ist natürlich jetzt eine reine Single-Action-Waffe. Das heißt, diese kann ich nur in gespanntem Zustand schießen. Aber es ist egal, ob ich gespannt habe oder nicht. Der Abzug bleibt immer gleich, weil er nur in diesem Zustand schießt, wenn er gespannt ist. Ja? Deshalb bindet das bitte, wenn ihr anfangt, eure Waffen auszusuchen. Probiert so viele Waffen, wie es geht, aus. Testet, sucht euch Leute auf dem Schießstand, die euch mit ihren Waffen schießen lasst. Es kann auch sein, dass ihr gar kein Pistolentyp seid, dass ihr mehr ein Revolvertyp seid. Probiert es aus. Denn nur so werdet ihr langfristig auch wirklich Spaß an der Waffe haben. Es bringt ja nichts, wenn ihr die schönste Waffe und teuerste Waffe im Schrank hängen habt oder liegen habt, aber ihr trefft damit kein offenes Scheunentor. Da verliert ihr daran den Spaß. Und nur angucken, dann kann ich ins Museum gehen. Deshalb probiert, testet, nicht nur die Optik der Waffe spielt eine Rolle, sondern Griff, Griffwinkel, Griffergonomie, Abzugsart, Abzugcharakteristik und so weiter. Probiert es aus. Ansonsten könnt ihr schießen wie blöd, aber ihr werdet keine nennenswerten Ergebnisse erzielen. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. So, ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Bis dann, viel Spaß beim Testen.